Tout fertig. Jetzt kommt Chapter 3 gleich, gell? Da hinten hin, Digga. Korrekt durchbacken einfach. Gel gel, bok var bok. Şerefsiz. Immer noch, gell? Er lebt immer noch. Und er fackelt doch einfach. Siktir git Digga, valla billahi kapam. Yo kaç Digga. Ma doch klar. Ma doch klar, dass da hinten was gibt. Bock war. Gel de boklu göt. Gel de boklu göt. Hast Mäuse, Digga. Ratten. Wie soll ich mich erschrecken, Digga, bei so einem billigen Ding, Digga? Ja, nee. Das wäre doch fake. Fuck, Rick, und das ist ein Praktiker, nicht ihm.
Die Karte war echt am Anfang. Aha. Danke, Bro. Enes, danke dir. Şu kapıyı bir açak kaçak diye. Vallahi kanka kopuyor. Is that blood? It can't be. Game gebackt, gebroke. Break, Digga, ich komme nicht mehr raus. Ich kann wieder da lang. Ja. Oh, Gott sei Dank, Digga. Oh mein Gott, die Brücke. Selamünaleyküm hocam. Dings bir su diye. Kriegst du mich in Hölle oder? Abfahrt. Ich komm. Aleyküm selam Milo. Hast du dein Mikro irgendwie ausgestellt, weil er dich sonst hört, was du redest? Echt jetzt? Krass. Hab ich gar nicht gemerkt, Digga. Der fährt ein Mann. Krass Gameplay. Wahnsinn. Spannend. Sehr deep. Ich weiß nicht, wohin wir gehen. Ich meine, ich bin für alles offen. Da ist halt Nau, der macht Auge da oben, Digga. Ich verstehe dich schlecht. Kannst du mal ein bisschen deinen Mund aufmachen, während du redest, Typ? Oh. Reflexen, Digga. Ich glaube mal, ich muss hier aussteigen. Dankeschön, Bruderherz. Danke sehr für die Fahrt. Sehr nett von dir. Sehr lieb von dir. Wir hören uns. So. Luzi, ich bin zu Hause. Luzi. Oh nein. Tobias, guck mal, du bist ganz am Ende, folgst du rein in vor den letzten 7 Minuten. Hier, Mikrofon ist an. Ja, ne, du hast bis jetzt nichts zugedrückt. Weißt du? Natürlich gehört der Bastard uns. Trabzon, was ist Schluss, oder?
Die Frage ist, guck mal, regt mich beide nicht auf. So. Die Sache ist die, ich muss da hoch. Ich komme da aber nicht hin. Aha. Welcome to the family, son. Dingstige. Das Spiel hat von Anfang an keinen Sinn, keinen Humor, keine Game-Tiefe, keine Schockmomente, keine gute Atmosphäre. Es ist einfach eine 2 von 10. Wenn nicht sogar minus der 1, Digga. Du bist das Hässlichste, was ich in einem Spiel... Ich will das jetzt echt nicht sagen, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster legen. Ich meine, ich habe schon oft hässliche Viecher gesehen. Du bist jetzt nicht das Hässlichste, bei V nicht das Hässlichste. Aber deine KI ist dumm. Bei Gott, dass mein Charakter immer noch die gleichen Sätze sagt, so wie, ich hoffe, hier ist niemand. Typ, du läufst gerade durch Leichen, die sich bewegen. Du wirst seit 1-3 Stunden gejagt von einem Sub. Der Hihi schreit durch die Gegend. Hä, wieso rennst du? TP dich doch gleich zu mir, Highlight. Wieso läufst du doch? TP dich doch gleich zu mir. Du bist ein geduldiger Mensch. Es geht mir nicht um die Geduld, Tobias, Bruder. Es geht mir darum, dass ich mein Wort gegeben habe. Ich habe wirklich mehr als einmal gesagt, dass ich das Spiel nicht spielen werde, weil es einfach sinnlos ist. Aber so viele Leute kamen zu mir und haben gesagt, glaub mir, das Spiel ist echt brutal krass und sehr gruselig. Und bei Far haben wir uns bis jetzt nicht einmal erschrocken. Klar, ein Horrorspiel muss dich nicht erschrecken, ist ja auch gar kein Thema. Aber zumindest... Die Game-Tiefe, es soll dich fesseln, es soll etwas aufbauen, aber hörst du die Musik? Seit 3 Stunden hören wir die gleiche Musik. Tilt. Und ich will das Game einfach zu Ende bringen. Hau ab jetzt!
Wurde es gerade von Nightbot getimed, sorry, Bro. Aleykümselam. Selam. Ich bleib überall hängen. Es ist nicht linear. Ich stecke überall fest. Ananı senin. Da nicht gehört. Krass. This looks familiar. I feel like I've been here before. Am I going in circles? Er sagt, ich übersetze für die, die nicht so gut in Englisch sind. Das sieht familiär aus. War ich denn schon mal hier? Laufe ich. Ich glaube, ich laufe im Kreis. Was hat das jetzt mit dem zu tun? Es ist einfach nur ein Trigger. Ja, ne, die haben sich nicht mal Mühe gegeben, verschiedene Zitate einzubauen, Digga. Einfach nur ein Trigger. Und dafür haben wir Geld ausgegeben, Digga. Ich bin echt enttäuscht. Walla billa. Nein, nein, wir zocken das zu Ende. Für alle die, die mich noch einmal sagen, zock, es gibt Iwoki. Für alle die, die sagen, zock, es gibt Iwoki, ich werde das schneiden und ich werde das hochladen. Und jeder, der mir sagt, ey, zock, es gibt Iwoki, ich werde den Link nehmen und in sein DM reinschicken. Arm! Moin Sugar Panda, was geht ab? Wie viel hat gekostet? Keine Ahnung, schon Wochen her, als ich es gekauft habe. Nedox. Nedox, da wird mir nicht mal Snickers helfen. Ich glaube, da muss ich eine Palette essen. Ist einfach nur... Schade. I should watch my step here. I might fall down. Ich meine, das ist wahrscheinlich der Plan, runter zu fliegen, oder? This whole place is... Na, ah, guck da. Sugar Panda. Krass, du bist auch so eine, die... Meinst ernst? Du meinst echt ernst, dass du sagst, geil, das Spiel ist cool und so? Sugar Panda. Rex, ich lache mich immer wieder kaputt von deinen Sprüchen. Ja, ist so. Al, was hat ein...
taucht auf vor mir. Namussuz! Echt, zum Zuschauen, gell? Ich, bei Gott, ich find's total langweilig. Geht seit 3 Stunden spielen wir das Spiel. Also 2 Stunden, 2,5. Also ungefähr 2,5 Stunden spielen wir das Spiel, ja. Das Spiel habe ich noch nie gespielt, nein. Noch nie gespielt. Ja, ne, Dux, ich will es dann auf YouTube hochladen, dass jeder, weil es kommt sehr, ich kann es auch nachvollziehen. Ich meine, guck mal, ich kann es nachvollziehen. Viele Leute empfinden mich als humorvoll und als witzig und als empathisch, sympathisch, ne, ist gar kein Thema, alles cool. Und möchten, dass ich Spiele repräsentiere oder Spiele, die ihnen eben gefallen. Ne? Ist gar kein Problem. Machen wir. Aber ich kann das ja nicht faken, dass ich mich erschrecke. Ich kann ja jetzt nicht rumschreien und sagen, krass und so. Wenn es mich nicht erschreckt, erschreckt es mich nicht. Ich kann ja dagegen nichts machen. Aber es gibt immer noch Leute, die drum gebeten haben, das Spiel zu spielen. Und ich habe wirklich wiederholtermaßen gesagt, es bringt doch nichts. Es wurde trotzdem darauf bestanden, das Spiel zu spielen. Und ich habe gesagt, okay, alles klar, weißt du was? Nach dem 80. Mal habe ich gesagt, okay, wir spielen das Spiel. Ich meine, wir haben es ja am Anfang mit Humor verbunden, haben ja wirklich Witze gemacht und alles. War auch ziemlich witzig, hat echt einen Faktor gehabt. Aber es ist nichts zum Durchspielen und auch kein Horrorspiel in meinen Augen. Gleiche Fehler. Dieses Level ist zum Beispiel nur, um Zeit zu verschwenden. Legit Zeit zu verschwenden. Es hat kein Potenzial. Genau, ne, Docs. Eben, genau das. Einfach, dass ich's durch habe und dass das Thema dann fertig ist, weißt du? Sims, als sie entschwang geworden ist. Ich kannte die Spieler nicht. Wir hatten einmal was miteinander und plötzlich sagte ich, habe ein Kind und so. Ich denke, oh, Digga, wie schnell geht bei sowas bei Sims? Hallo! Komm mal her!
Hallo! Ey! Jede Tür ist verschlossen. Diese Tür ist zu. Gel gel, Bock var, gel gel. Komm her, komm her. Komm, komm. Sag dir. Also Leute, helft mir. Wir wählen jetzt den Weg. Wir gehen jetzt hier raus, laufen nach links, nach rechts. Also, so, jetzt erstmal links. Bleiben hier stehen. Warten, bis der Pisser kommt. Kommt nicht. Nach links bin ich gegangen, da war eine Tür verschlossen. Nach rechts bin ich gegangen, da war eine Tür verschlossen. Kann ich hier nach links, links? Digga, Gary Jackson, gell, komm doch. Wenn du kommen willst, komm. Dieses Level ist so Zeitverschwendung, Digga. Ich schwör's dir, Angie, einfach drauf, bei Gott. Zeitverschwendung, Digga. Es ist... Dieses Level ist legit Zeitverschwendung. Ich geh pinkeln. Gott, Digga. Dein Vater, Digga, verpiss dich. Zeitverschwendung, Digga, dieses Level. Mehr als nur Zeitverschwendung, dieses Level. Ich sag, wie es ist. Da hört der Bastard mich wieder. Aber wohin muss ich gehen? Was muss ich machen? Muss ich wirklich Schlüssel finden hier oder was? Und dann auch Türen öffnen oder so? Das könnt ihr doch nicht erwarten von mir, Digga.
Taschenlampe gibt auch seinen Geist auf. Ja, komm, wir versuchen jetzt rechts. Sackgasse. Sackgasse. Anders sehe ich. Hihi, Digga. Ey, Schickeriff! Sinnrett mir, wenn du magst, Digga, du regst mich richtig auf, ich schwör auf alles. Der Secret. Wieso musst du recht haben? Endlich! Hihi, sick, der geht jetzt. Da lang sollst du gehen. Die Taschenlampe ist auch so sinnlos. Guck mal, er geht gleich in die Richtung. Geh doch da lang, ich muss da ran. Da sollst du gehen, du kleiner Bastard. Ah, ich glaube, da ist ein Schlüssel irgendwo auf so einem Tisch fliegt. Ja, bestimmt, warum? Ich krieg gleich Anfall wegen dem Scheiß. Andy, was soll ich machen, Bra? Was soll ich machen? Ich kann auch nichts machen. Sein Leben gleich. Vielleicht beschützt er den Schlüssel und ich muss in seine Richtung, aber hat auch gerade keinen Sinn ergeben. Ah, nein, das ist heavy, Digga, ab, Mann.
I don't understand. Hey! Verpiss dich! Kommt Wassergeräusch. Hallo? 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 Ihr habt es nicht gesehen, gell? Da war einfach Chapter und dann ging es die ganze Zeit durch die Gegend und man wusste nicht, wo ich bin. Toasty. 45 Monate. Sub. Digga. Dankeschön, Bruder. Black Schokum. Dankeschön, Bruder. Danke sehr. Danke für deine 45 Monate straight up. Krank. Welcome to the family, son. Ich bin ein kleines Kind, gell? Danke, Toasty. Danke für alles. Seht ihr das? Ich will nur nicht flachsen. So ein Bild von Napoleon, denke ich. Wie kann Demon King? Ich bin echt ein kleines Kind, Digga, guck mal.
dieses Messer jetzt. Ich schwör bei Gott, wie knapp das war. La 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 Land 92. Dankeschön für dein 200 Bits. In dem Moment hast du mir Power gegeben, Alter. Wie mich krank gerade. Sonic the Headshot, Digga. Ich schwör alles. Ich hätte hier nicht mal die Möglichkeit, mich zu verstecken, Digga, wie lang das ist. So schnell wie König der Banditen, Dinge. Soll jetzt tatsächlich den ganzen verhurten Weg zurücklaufen. Ach komm, Digga, ich bitte dich. Vielleicht hier an toten Katze, Digga. Das Spiel bekommt von mir wirklich 1 von 10. Nur dass man 1 und 1 auch nur, weil du WASD benutzen kannst und eine Maus und so, das ist wirklich eine Game-Logik dahinter hat, aber sonst auch nicht. Also wirklich, man hat null Leidenschaft, null Herz da reingesteckt. Einfach nur eklig. Schade. Marvin glaubt mir, das sind 2% oder so. Der lügt. Ich weiß doch selber nicht, wie du wieder gebackt hast. Bits, dankeschön für deine 37 Bits, anonymer Shira. Schon wieder bist du da, gell? Der kleine Anonymer, du. Dankeschön für die 6 Leute. Imagine, du hast einen Schlüssel in dem Game, aber was? Türen gehen nicht auf. Geil. Voller geil. Ich muss wirklich nach unten. Salam, Alaikum, Salam. Stirb, Digga, ich schwöre Gott, stirb. Häng. Ich habe ihn zum Buggen gebracht. Und wieder einmal bringt Blexus ein Spiel zum Buggen. Respekt.
Spiel mal Outlast. Guck, erinnert sich derjenige, der mich vorhin gefragt hat, ob ich Outlast gespielt hatte? Erinnert sich jemand daran? Guck, da kommt der nächste. Weiß ich, wie man. Als wäre Outlast das krasseste Horrorspiel der Welt. Jetzt habe ich geleckt. Ach du Scheiße, Digga, willst du mich verarschen? Kann man das überhaupt beenden? Jetzt mal no joke. Das krasseste, was du gespielt, das war. Man kann nicht sagen, dass ein Horror-Game das krasseste ist und sowas funktioniert nicht. Jedes Horror-Game ist Situationen gebunden, Set und Setting. Ich fand A Dead of Night zum Beispiel viel schlimmer als Outlast. Ich finde Outlast legit langweilig. Ich laufe halt nur im Kreis, man ist also, ich finde Outlast legit langweilig. Ich finde es nicht krass. Whistleblower war krass. Outlast Addon. Ich habe nur Witze gemacht über Outlast. Lee Sin und alles. Outlast 2 war noch schlimmer. Also Outlast 5 war, fand ich gar nicht geil. A Dead of Night war ein krasses Horror-Game. Das mit Hotel, genau, das mit Hotel. A Dead of Night, Nadine. Das meine ich. War ein krasses Horror-Game. Das war brutal. Aber Outlast. Leute kommen mit Outlast und so. Outlast ist einfach so alt, Bro. Visage zum Beispiel, noch schlimmer. Visage 1 und 2, also der erste Teil von Visage war geil. Der zweite Teil auch mit Dolores. Aber danach haben die reingeschissen, die Addons danach waren scheiße. A Dead of Night war geil. Das ist ein geiles Spiel gewesen. Infliction ist ein schönes Horrorspiel. Locked Up ist ein schönes Horrorspiel. Es sind von Indie-Leuten sogar. Locked Up und Infliction sind schöne Horrorspiele. Brutal. Resident Evil und so sind nicht keine Horrorspiele. Sind mehr Shooter. Der ja, ich meine ja. Genau, Visage, erster Teil, zweiter Teil. Die Pain war krass. Ja, ich meine, wenn du das Spiel kennst, kannst du ja speedrun. Ich habe ja Resident Evil 7 auch gespeedrunnt. Habe ich schon tausendmal gesagt, Digga. A Dead of Night, Diego El Loco. A Dead of Night ist tausendmal besser als ein Outlast-Teil. Silver Chains ist auch voll schlecht. Wallah, voll schlecht. Haben wir auch gespielt. Brutal schlecht. Ich habe direkt zurückgegeben.
Ich weiß nicht, ich will das Game gerne durchziehen, Nadine. Das beantwortet deine Frage. Ja, ich habe keinen Bock mehr auf das Game. Bin ich euch ehrlich, tut mir leid. Allein das hier. Are you sure you want to close the game? Yep, can't handle it. Was laberst du, Digga? Du hast das schwächste Horror-Game erstellt, was du je erstellen kannst. Du Lappen. Deadly Crow Games. Ein Lappen bist du. I can't handle it, sagt er. Verpiss dich, Mann. Wallah, billah. Dass du so schlecht bist, damit kann ich, das kann ich nicht handeln. Wallah, verschwind aus meinen Augen, Muruk.